Der Weg zum Spalt war lang und steinig. Aber ich spürte die Nähe des Spaltes. Ich war nicht der erste Vasall, den Savan in seinem Leben traf. Als Kind traf er einen mit seinem Vater. Er hatte zwar den Vasallen mit der seltsam ausdruckslosen Miene gesehen, aber nie verstanden, was er war. Wir erreichten das Spalt und es war die Zeit für Savan, seinen eigenen Vasallen zu erschaffen. Als Savan den Spalt berührte, durchströmten ihn Bilder von glücklichen Zeiten an der Seite seines Vaters. Zu Savans großem Erstaunen hatte der Diener eine merkwürdige Ähnlichkeit mit seinem Vater. Savan wählte für ihn den Namen Sword. Vasalle gibt es in jeder Welt. Am Spalt erschaffen von einem Erweckten oder aus der Welt eines anderen Erweckten herbeibeschworen. Ich hatte einen für Savans Aufgabe passenden Vasalle gefunden und bereitete die Rückreise durch das Spalt vor. Savan traute seinen Augen nicht. Er ist ein Vasall, der seinem Vater ähnelt. Nun ein Vasall aus einer anderen Welt. Dieser Diener hieß Quince. Ich sagte Savan, dass Quince, wie alle Vasalle, allein seinem Willen unterstehen. Und sollte ein Vasall sterben, habe der Erweckte die Macht, ihn wieder zu beleben. Der Erweckte versammelte seine Vasalle und seine Vasalle waren stark. Um den Drachen zu töten, würden wir zur Siedlung Manamia reisen müssen, die Hauptstadt der Unterwelt. Getrieben von Rachsucht verfolgte Savan den Drachen. Seine Vasalle dicht hinter ihm.